Hey Tom, I just want to wish you a happy birthday. Stay upright, get up there, and enjoy the day. Hey Tommy, du alte Kanone, alles Gute. Zu deinem 20. könntest du mein Sohn sein, aber ich bin trotzdem noch ein Stückchen besser wie du. Alles Gute, Tom Lindner. Mann, Mungwitsch, ich habe Geburtstag. Ja, heute der 20. in Runder. Ich hoffe natürlich, dass ich heute meinen Platz in der Gesamtwertung halten kann oder noch ein bisschen verbessern. Das ist, denke ich, das große Ziel, dass ich heute keine Zeit fresse und mich irgendwo da vorne mithalten kann. Einige Fragen, die aufkommen, wenn wir irgendwo im Bus in der Stadt stehen. Können wir mal in den Bus rein zu den Jungs? Das erste Mal habe ich gesagt, die sind gerade nackt drin. Da muss ich die Tür zumachen, das wollten sie erst richtig stürmen, den Bus. Kann ich mal so ein Fahrrad hochheben und anfassen? Könnt ihr natürlich, wenn ihr bei uns an Stand kommt. Die sind überrascht, wie leicht so ein Teil ist. Benotti, in welcher italienischen Firma, Stadt ist denn diese Firma? Und ich muss immer erklären, wo Duderstadt in Niedersachsen liegt, wo die Firma tatsächlich herkommt. Bis hierher fand ich das cool, was ihr gemacht habt. Und das bringen wir jetzt noch schön zu Ende. Absolute Priorität hat natürlich, Tom, wenn wir dich da vorne behalten, ist das ein wirklich sensationelles Ergebnis. Das musst du erstmal eh noch nachmachen, gerade weil du so jung bist. Also, dass wir das wirklich auf dem Schirm haben, wenn Tom das schafft mit eurer Hilfe, dann ist das eine Nummer. Also, das muss man nicht so weit zurückblicken aufs Ergebnis und sieht seinen Namen. Das ist cool. In dem Sinne, wenn keiner Fragen hat, dann seid ihr frei. Also die Verpflegung wird heute sein in Wixenstein und geben wird's Wasser und ISO und an dem Wasser, wie immer, ein schönes Gel mit dran. Wie heißt der Ort nochmal? Der Ort heißt Wixenstein. Jo Tom, alles Gute zum Geburtstag und ärgere mich heute nicht zu viel. Denk dran, die Deutschen halten zusammen. Also genieß den Tag und wir sehen uns später auf der Straße. Heute ganz wichtig, cleane weiße Socken. So Sabrina, zeig deinen Fuß! So wie sich's gehört. Mit weißen Schuhen, so gehört es. Ja. Hör doch mal auf! Stage 4 and final stage of the 2021 Deutschland Tour between Erlangen and Nürnberg. 156.3 Kilometer Racing. Ihr merkt selber schon, das ist hier alles viel zu schnell, wir kommen hier nicht weg. Aber Kilometer 25 circa kommt eine Welle, eine richtige Welle. Und das lädt natürlich ein, dass dort dann auch die Tagesgruppe geht. The pack is breaking up into several groups now. Die dicken Jungs machen ernst an der ersten Welle des Tages. Männer, wie ist die Lage circa so? Kilometer 56, direkt der nächste Anstieg. PNS Metal Technik at the back of the pack, please. Also es tritt leider das ein, was wir besprochen haben, dass den ganzen Tag hier richtig Krawall ist. Müssen wir sehen, wo wir hier rauskommen. Tobi hängt ja auch noch in den Autos drin, also denkbar schlechter Moment für einen Radwechsel, aber ist wie es ist. We got the back now and here among the now. Und wenn du mich hören kannst, du bist jetzt so ein bisschen auf dich alleine gestellt. Hier ist ein bisschen Thermik, ne? Alfons hatte jetzt gerade Raddefekt. Und die anderen kämpfen auch, dass sie irgendwie hochkommen. Also Tom, du merkst das selber, wenn du mich noch hören kannst, das zerlegt sich jetzt hier komplett alles. Bleib stark und bleib da vorne. The pack is breaking up, the pack is breaking up into several groups. The pack breaking up into several groups, the front riders have been caught. Tom, kannst du mich hören? Ja, ich bin auf der Kohle. Richtig geil, Junge, richtig geil. Da bleibst du heute. Genau da bleibst du heute.
Also Start auf die Plätze, fertig los. Erster Berg, alles zersprungen. Zweiter Berg, noch mehr zersprungen. Kurz sich beruhigt. Dritter, vierter Berg, ganze Rennen auf den Kopf gestellt. Tom ist noch vorne und wir haben jetzt Halbzeit. Romolo und Almeida sind jetzt vorne, dahinter kommt ihr. Tom, denk bitte dran, essen und trinken, essen und trinken. Lass dir das jetzt hier nicht mehr nehmen, weil du irgendeinen Fehler machst. Immer schön essen und trinken. Komm Junge, das machst du super. Das machst du super, Tom. Das ist eine gute Position. Das machst du ganz stark. Du bist ein geiler Typ. Du bist so ein geiler Typ, Junge. Heute geht's für dich richtig los. Tom, wenn die jetzt um die Sekunden sprinten und du kannst da drüber fahren, würde ich das Herz in beide Hände nehmen und das versuchen. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. And there's no need to hide. I'm going all the way up. Ich wollte im Sprint. Ich du warst ja eigentlich hinter Akis. Ja, und dann ist. Hat Koch irgendwie rausgenommen. Oder ja, hat halt rollen lassen und dann musste ich. Und dann war ich so zwischen Koch und Meisen so ein bisschen eingeklemmt. Musste halt mal kurze Bremse antippen. Dann hatte ich da halt mal 200 Meter vor Ziel ein bisschen Schwung verloren. Aber ich denke, 13er ist trotzdem bei der Etappe nicht schlecht. Absolut. Ich bin echt happy, ey. Ich habe mich auch dann ein paar Mal umgeschaut, dachte mir so, hier ist hier noch irgendwie. Und dann dachte ich mir so, Alter, Scheiße, du bist ja ganz alleine vorne. War schon ein cooles Gefühl. Wirklich, ohne Scheiß. Nur ein Wein. Du kriegst eins von mir und ich krieg eins von dir. Machen wir nächstes Jahr. Neunter Gesamt. Nee! Alter! Was wird da? Neunter Gesamt. Junge! Junge! Maul! Jetzt ich glaube, wir müssen einfach diese. Jetzt trinken wir ein Bier zusammen! Ja, Alter! Ich hab immer gesagt, die ganzen vier Tage. Die Uhr zündet dann irgendwann. Wie nix. Tom ist neunter gesamt. Ey, das ist ein Geburtstagsgeschenk. Neunter, Alter. Verflucht die Scheiße. Das ist, denke ich, mein bestes Rundfahrtsergebnis bei den Männern in der GC. Also nicht, ich denke, das ist so. Olli, wir brauchen mal ein paar Bier. Wir brauchen ein paar Bier. Was habe ich gesagt in Stralsund? Abgerechnet wird zum Schluss in Nürnberg. Und wer ist jetzt vorne? Mein Team. Die geilsten ever. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Tom. Prost. Ich hatte nie den richtigen Moment, wo ich dachte, jetzt gehe ich fliegen. Das war schon echt ein gutes Gefühl. 3,40 nominal ist, 2,70 Durchschnitt. Ich bin 42 Minuten über 436 Watt gefahren. Das kann ich dir sagen. Guck
Gruß André. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Geburtstagsglückwünsche. In dem Sinne möchte ich dir auch noch Glückwunsch sagen zum baldigen Ruhestand. Und ich habe gerade mal ins Ergebnis geguckt und habe da gesehen, dass, ja, muss einfach mal reinschauen. Aber da du ja mein Vater sein könntest, ist das, denke ich, auch halb so wichtig.